Jesus came our heart. Durch die heilige Kommunion ist Jesus in unser Herz gekommen. We can keep this deep awareness that Jesus is with us. Wir können dieses tiefe Bewusstsein in uns bewahren, dass Jesus mit uns ist. Bible says, if God is with us, who can be against us? Die Heilige Schrift sagt uns, wenn Gott für uns ist, was kann dann gegen uns sein? We can pray, thank you, Jesus, that you came to my heart. Wir können beten, danke, Jesus, dass du in mein Herz gekommen bist. Danke, Jesus, dass du in mein Herz gekommen bist. Thank you, Jesus, you are the bread of life. Danke, Jesus, du bist das Brot des Lebens. Thank you, Jesus, you are the living bread. Danke, Jesus, du bist das lebendige Brot. Thank you, Jesus, you are my good shepherd. Danke, Jesus, du bist mein guter Hirte. Thank you, Jesus, you are the light of the world. Danke, Jesus, du bist das Licht der Welt. Thank you, Jesus, you are the way. Danke, Jesus, du bist der Weg. Thank you, Jesus, you are the truth. Danke, Jesus, du bist die Wahrheit. Thank you, Jesus, you are the life. Danke, Jesus, du bist das Leben. Jesus, bring your fire in my heart. Jesus, lege dein Feuer in mein Herz. Jesus, give me your joy in my heart. Jesus, lege deine Freude in mein Herz. Jesus, give me your peace in my heart. Jesus, lege deinen Frieden in mein Herz. Jesus, make me free. Jesus, mach mich frei. Jesus, make free my family. Jesus, mach meine Familie frei. Take away all the darkness from our family. Nimm alle Dunkelheit von unserer Familie. Jesus, by your powerful name, heal my soul. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Seele. Jesus, by your powerful name, heal my mind. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Geist. Jesus, by your powerful name, heal my emotion. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meine Gefühle. Jesus, by your powerful name, heal my body. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile meinen Leib. Jesus, by your powerful name, heal all kind of sickness and diseases. Jesus, durch deinen machtvollen Namen, heile alle Arten von Krankheiten und Störungen. Jesus, bless my life, especially this new year. Jesus, segne mein Leben, besonders dieses neue Jahr. Jesus, bless my family. Jesus, segne meine Familie. Jesus, bless my working place. Jesus, segne meinen Arbeitsplatz. Jesus, bless in the whole world. Jesus, segne die ganze Welt. Mother Mary, pray for us. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Saint Joseph, pray for us. Heiliger Josef, bitte für uns. All apostles and saints, pray for us. All ihr Apostel und Heiligen, bittet für uns. Papst Benedikt, pray for us. Heiliger Papst Benedikt, bitte für uns.
St. John Paul II, pray for us. Heiliger Johannes Paul II, bitte für uns. St. Miriam, pray for us. Heilige Miriam, bitte für uns. Jesus said, somebody come to me, I will never turn away from them. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt, dann werde ich ihn niemals abweisen. So Jesus bless everybody today. Also Jesus hat heute jeden von uns gesegnet. So much peace Jesus gave today. Heute hat Jesus so viel Frieden geschenkt. Those who feel more peace in the heart, can you raise the hand? Ihr, die ihr größeren Frieden spürt als vorher, bitte meldet euch. And those who feel more joy, they can raise their hand. Und die, die größere Freude spüren, die melden sich jetzt. And those who feel more freedom, they can raise their hand. Und die eine größere Freiheit spüren, die melden sich jetzt. So many blessings come into your family. So viel Segen ist auch auf eure Familien gekommen. Halleluja. Halleluja. Many, many family troubles. Jesus taking away. Viele Schwierigkeiten und Sorgen in den Familien hat Jesus heute weggenommen. And Jesus touched everybody. Jesus hat heute jeden berührt. Somebody have a stomach problem and healing happening. Jemand hat Magenprobleme und da hat eine Heilung stattgefunden. And somebody have a pain especially here in the. Und jemand hat Schmerzen so hier im Schulter- oder Nackenbereich, das ist auch weggenommen worden. Back pain is healing. Rückenschmerzen sind geheilt. Allergy problem is healing. Auch Allergien. And so many spiritual blessings come to your life. Und so viel geistlicher Segen ist auf euer Leben gekommen. Halleluja. Halleluja.
So tomorrow again we have evening program beginning 5 o'clock. Morgen haben wir wiederum ein Abendprogramm hier beginnend um 17 Uhr. And tomorrow morning 9 o'clock to 12 o'clock we have a program in Mother Mary Church in Hagen. Und morgen von 9 Uhr bis 12 Uhr habe ich ein Programm in der Marienkirche in Hagen. Ja. Evening program here. Und das Abendprogramm ist dann hier. Halleluja. Halleluja. Now I will bless the water. We can sing one Mother Mary song. Jetzt werde ich das Wasser segnen und danach singen wir noch ein Marienlied. 800.